Der Krieg aller Kriege. Allein für diesen einen Krieg ist dieses Projekt schon komplett lohnenswert gewesen. Für den großen Koalitionskrieg. Das Krabbenreich mit Verbündeten gegen die Koalition vieler, vieler Staaten. Litauen, Spanien, beide Sizilien halten mir die Treue. Wenn auf der feindlichen Seite Schweden, Norwegen und viele, viele andere kleine Staaten in den Koalitionskrieg gegen uns sind. Und der Krieg geht natürlich weiter. Wir haben eine verheerende Niederlage erlitten. Aber wir sind noch nicht geschlagen. Wir haben uns nur zurückgezogen. Wir regenerieren uns jetzt. Gewinnen jetzt hier hoffentlich die Schlacht gegen die Trierer Armee. Haben die auch gewonnen. Haben gleich hohe Verluste auf beiden Seiten. Haben noch 221.000 Rekrutenreserve. Das ist noch relativ entspannt. Wir rücken jetzt schon mal etwas weiter vor. So, wir möchten natürlich gucken. Die könnte man hier abfangen. Jetzt ist die Frage. Ja, ja, wir kriegen immer über. Sobald man angreift, erhält man Überquerungsmalus irgendwie teilweise, sobald Flüsse in der Region sind. Das heißt, wir müssten eine. Okay, das war jetzt so nicht geplant, aber wir haben hier keinen Überquerungsmalus. Das heißt, es ist ganz gut, da zu schlagen, zu kämpfen. Feindliche Truppen haben die Polen nicht unterstützt, deswegen gab es hier eine polnische Niederlage. Sehr wichtig. Und wir verlieren Geld. Was natürlich immer schlecht ist, wenn man Verluste macht. Okay, jetzt ist die Frage, kann ich die Jungs... Da ist die norwegische Armee übrigens. Gucken, ob wir die irgendwo abfangen können. Okay, die erobern ihre Provinzen zurück. Bewegen uns weiter in die Nähe der feindlichen Truppen. Die können wir kurz wegmachen, die 5600 Mann. Die sollten komplett gewiped werden können, jawohl. 5000 Mann sind offiziell in die Geschichtsbücher eingegangen. So. Wohin bewegen die sich denn? Die bewegen sich dorthin. Die 25.000 Mann dürften keine Unterstützung erhalten. Dann bewegen wir uns schon mal irgendwo in die Richtung hier hin. Gucken, ob wir eventuell hier die burgundische Armee abfangen können. Da gibt es eine kleinere Schlacht. Die sollte allerdings meine spanischen Freunde gewinnen können. Und hier gibt es auch eine Schlacht. Und die norwegische Armee hat sehr hohe... Ist komplett ausgelöscht worden. Okay. Damit hat sich das norwegische Problem gelöst. Und wir können unsere Truppen... Jawohl, die österreichische Armee wurde ebenfalls geschlagen. Mal gucken, dass wir die polnische Armee noch abfangen, wohin auch immer die unterwegs ist. So, die burgundischen Truppen da oben. Können wir gucken, ob wir die eventuell eine Schlacht verheddern können. Ah, marschieren jetzt über Berg. Das ist natürlich auch nicht so dumm. Geht immer dorthin, ihr geht dorthin. Okay, ja, was ist da los? Die gehen dorthin. Ihr bleibt immer mal hier irgendwo in der Nähe. Gucken, ob wir da vielleicht eine Armee abfangen können. Ah, da sind größere Truppenverbände. Okay, geht ihr dorthin. Ich bin auf der Suche nach kleinen Schlachten, wo es quasi keine Großschlachten. Sowas zum Beispiel, die Schlacht von Landshut, die haben wir gewonnen. Die erhalten einen Überquerungsmalus. Wir unterstützen das Ganze dann natürlich. Die polnische Armee wurde geschlagen. Das ist das Wichtigste. Verstärkungsarmee ist unterwegs. 16% Warscore. Es könnte höher sein. Wir verlieren leider zu viele Schlachten. Das ist das Problem. Ich könnte auf alle Fälle auch schon mal Regionen fordern. Das ist schon mal ganz gut. Ich könnte schon mal 3 Regionen fordern. Aber wir machen natürlich weiter. Ich bin hier nicht hergekommen, um hier einfach mal so aufzugeben. Die Schlacht von Landshut wurde... ebenfalls deutlich gewonnen. Es ist die Frage, ob man vielleicht sogar mal nach Österreich marschiert oder ob man sich weiter hier sammelt und guckt, ob sie... Oh Gott. Da habe ich nicht aufgepasst. Da haben sie mich jetzt etwas erwischt, weil ich nicht aufgepasst habe. Wir ziehen uns hier leicht zurück. Natürlich nebenbei missionieren weiter. Okay. Und Frankreich hat ein goldenes Zeitalter ausgerufen. Die Baguettes machen ernst. So, alle unsere Armeen sind allerdings in der Zwischenzeit auch hier versammelt, mehr oder weniger. Wir könnten jetzt ja wirklich mal gucken, ob wir eventuell ein paar feindliche Provinzen mal erobern. Und beide Sizilien sind aus dem Krieg ausgeschieden. Und da gibt es eine Schlacht, okay. Der Schlacht werden wir beiwohnen. Mit all unseren verfügbaren Einheiten in der Nähe. Eine Armee von Dänemark, Savoyen, Spanien, Wiesel mit drinne. Okay, das wird ein deutlicher Sieg. Ich glaube nicht, dass sie irgendwo noch Verstärkung zu erwarten haben. Die haben jetzt zwar super gewürfelt,
Das macht es leider etwas verlustreicher für uns. Aber trotz allem hier ein deutlicher Sieg für unser Bündnis, hoffe ich. 17.000 Mann verloren gegenüber 12.000 Mann. Jawohl, das war ein guter Sieg. So, die Provinz zurückerobern. Mal gucken, ob wir vielleicht mal was von den Österreichern erobern können. Die polnische Armee, die Armee des Kirchenstaats. Ach, der Papst ist auch im Krieg mit mir. Sehr unangenehmer Zeitgenosse. 90% Warscore. Ja, ich denke, das Sinnvollste ist, dass wir danach Krieg gegen die Osmanen führen, weil diese Koalition, wir können ja der Koalition dann keinen Krieg erklären, die können uns keinen Krieg erklären. Das ist jetzt sowohl als auch dann natürlich super optimal. So, die versuchen jetzt hier oben unsere ganzen Gebiete zu erobern, das machen sie auch. Das sind allerdings nicht so viele Truppen. Überlege, ob wir einfach dort mal hochmarschieren sollen, auf gut Glück. Gucken, ob wir da eine Schlacht triggern können. Wenn die sich schon alle hier so außerhalb aufhalten. Ich habe hier nicht irgendwo noch eine versprengte Armee, oder? Nee. So, jemand in meinen Diensten ist mal wieder verstorben. Eine diplomatische Reputation plus 1 kann man immer mal brauchen. So, Belagerung von Memmingen wurde gewonnen. Da gibt es wieder eine Schlacht. Da habe ich gleich mal Truppen zur Verfügung, die ich da natürlich hinschicken kann. Machen wir das natürlich auch gleich. Beide Seiten haben hier Einheiten mit hingeschickt, aber die feindliche Fraktion hat sich dann hier in dem Fall nochmal zurückgezogen. Nochmal weiter. Oh, guck mal, da können wir vielleicht eine österreichische Armee gleich mal erwischen, die hier aus Versehen lang marschiert ist. Natürlich jetzt blöd. Blöd für die Kollegen gelaufen. So, marschieren wir einmal dort mit hin. Sobald wir das zurückerobert haben. Naja, da hauen sie ab. Da hauen sie ab, weißt du? Das ist wieder typisch. So. Aber das Problem ist, die kommen hier nicht weg. So, die Schlacht in Österreich wurde A erstmal gewonnen. Wer hat denn hier Überquerungsmalus? Wir haben Überquerungsmalus von 2. Das ist hoch. Stopp. Wir ziehen uns hier zurück, sobald wir können. Wann können wir uns denn zurückziehen? Am 6. November erst. Selbst mit diesem Überquerungsmodus fügen wir denen unglaubliche Verluste zu. Muss man jetzt auch mal sagen. Trotz allem bitte ich hier um Rückzug, weil ein Überquerungsmodus von 2 ist es einfach nicht wert. So, wie schaut's denn? Okay, wir haben hier überall Verschleiß. I don't like it. So, jetzt schauen wir mal. Hier die Region zu erobern. Ah ja, die ziehen sich alle zurück. Ja, da oben über die See hauen sie ab natürlich, die Feiglinge. Schisser. Richtige Schisser. Wir marschieren wieder nach Ravensberg und Münster. 28% Warscore in der Zwischenzeit. Oh, da haben sie uns irgendwo erwischt schon wieder. Hoi, hoi, hoi. Rückzug. Muss ein bisschen besser aufpassen. Meine Güte. Ich lasse mich hier die ganze Zeit off guard erwischen. Und das ist jetzt natürlich ärgerlich. Verdammt, die haben meine komplette Armee hier off guard erwischt. Ich habe mich auch nicht weit genug zurückgezogen. Ich kann natürlich nur hoffen, dass da irgendwelche Einheiten rechtzeitig mit eintreffen. Nein, die komplette Armee wurde gewiped. So, jetzt kommt das Rematch, hoffe ich, dass wir hoffentlich gewinnen. Ravensberg ist ebenfalls gefallen. Die haben eine komplette Armee von mir ausgelöscht. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Das heißt nämlich, ich muss eine komplette Armee neu rekrutieren. So, die Schlacht haben wir immer gewonnen. Weil es 30% Warscore. Ich denke mal, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Frieden zu schließen. Wir nehmen uns ein bisschen was. Polen hat auch kein großes Interesse mehr daran, Krieg zu führen. Auch ein bisschen Geld rausschlagen eventuell. So. Wir haben den Koalitionskrieg trotz allem gewonnen. Aber wir haben eine komplette Armee verloren und wir haben natürlich hohe Verluste erlitten. Ja, es wird eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben. Aber der Krieg wurde gewonnen, das ist das Wichtigste erstmal. Das ist erstmal das, was wirklich zählt. Der Krieg wurde gewonnen. Was? Versorgungslimit ist 42. Gewicht ist, naja gut, das Gewicht ist natürlich sehr niedrig. So, was also Kernprovinzen machen. Diese ganzen polnischen Gebiete sind natürlich auch sehr klein. So, wir haben neue Kardinäle, die wollen alle militärischen Zugang, könnte haben. So, jetzt könnte man den Osmanen dann den Krieg erklären. Das Problem ist, der Krieg ist genauso irrelevant und wahnsinnig. Weil wenn mich Spanien wieder hier unterstützen würde mit all ihren Verbündeten, wäre interessant. Aber wir müssen uns jetzt erstmal regenerieren. Also der Krieg war so verlustreich, dass ich da nicht wirklich was machen kann zurzeit. Kann ich jemanden Krieg androhen eigentlich? Ich habe nirgends Ansprüche drauf, das ist das Problem. Ah, wieder. Ja gut, wir brauchen eigentlich keine Spionagenetzwerke mehr so wirklich.
Um Ansprüche fingieren auf ein paar Gebiete, wo ich die Ansprüche verloren habe bei den Osmanen. So, Ulm brauche ich eigentlich gar keinen Spion mehr zurzeit. So, ja, die Koalition bleibt natürlich nicht bestehen. Die Koalition wurde natürlich aufgelöst. In dem Moment, wo wir den Krieg gewonnen haben. Und so wie es ausschaut, haben wir auch ein paar aggressive Expansionen verloren, glaube ich, weil das war doch mal deutlich höher. So, jetzt ist die Frage, wen greift man denn als nächstes an? Die waren ja alle im Krieg mit dabei, das ist ja das Problem. Oldenburg. Ach, ist mein Vasall. Ah. Gut, die anzugreifen wäre natürlich dumm. Im ersten Moment. Ah, was ein Krieg war das denn? Also jetzt am Ende hatten wir dann wirklich auch ein bisschen größere Probleme mit der Rekrutenreserve. Also lange hätten wir diesen Krieg nicht mehr weiterführen können. Das wäre irgendwann schief gegangen. So, finanziell, wie schaut es da eigentlich aktuell aus? Ganz gut, wieder 100... plus 118 aktuell. Naja gut, ich habe eine Armee verloren, ne? Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Hier muss ich natürlich neu rekrutieren. Das ist jetzt natürlich dann der Nachteil. Maria Sibylla Merian. Produktionseffizient. Kostentechnologie. Machen wir lieber das. So, warum kann ich denn das? Achso, weil er Missionar tätig ist. Deswegen kann ich das nicht zu einer Kernprovinz machen. Ja, dann rekrutieren wir wieder eine neue Armee. Unsere Darlehen müssen wir auch mal zurückzahlen. Darlehen tilgen. Oh Gott, ich habe schon so viele Darlehen in der Zwischenzeit aufgenommen. So, wir können in Technologien investieren. Das machen wir natürlich dann auch gleich. Das bringt natürlich auch langfristig wieder Vorteile. Generäle sterben, das ist halt einfach so. So, und dass wir diesen Krieg gewonnen haben. Dass wir diesen Krieg gewonnen haben, das war natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns. Hätten wir diesen Krieg verloren gegen die Koalition, das wäre langfristig nicht so gut ausgegangen für uns. Befürchte ich fast. So, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir tun jetzt einfach mal ein Template erstellen. Kann man ja machen. Armeevorlage erstellen. So, und zwar 25, 10, 10. So. In der maximalen Anzahl der Provinzen. Und das Ganze nennen wir Standardarmee. So, jetzt haben wir eine Vorlage. Die können wir einfach nutzen. Können wir einfach irgendwo hinploppen. Ah, plus 3 Chefspion. Naja, den nehmen wir nochmal. So, jetzt wird hier überall komplett diese Armee gebaut. Also wir innerhalb von wenigen Sekunden, ohne irgendwas zu machen, können wir hier eine komplette neue 45.000 Mann Armee aufstellen. Ich sollte vielleicht mal anfangen, Gebäude zu bauen, die mir die Rekrutenreserve erhöhen. Ganz nebenbei erwähnt. So, das machen wir auch noch mit zur Kernprovinz. Ja, gegen die Osmanen. Warum wollen die denn alle keinen Krieg führen? Die mögen die Osmanen. Warum mögen denn die alle die Osmanen? Ist aber nicht so nett, dass die alle die Osmanen mögen. Litauen ist destabilisiert aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber sonst kann ich gegen keinen Krieg führen, das ist das Problem. Das wäre eigentlich so der einzige Feind, den ich jetzt aktuell sorglos angreifen könnte. In Anführungsstrichen sorglos. Weil ansonsten, mal kurz gucken. Alle meine Nachbarn hassen mich. Oder sind im Bündnis, oder ich habe nicht Angriffspakte mit denen. Man sieht es halt leider nicht. Man sieht leider nicht direkt in der Übersicht, mit wem man einen nicht Angriffspakt hat oder nicht. Oder gibt es da eine Option? Gucken wir kurz gucken. Politisch, bla, akzeptierte, bla, Unruhe, Regierungsform, Rebellentypen, Staatsehe, Dynastie, Revolution. Ah, Waffenstillstand. Okay. Ja, wir haben mit allen Waffenstillstand, die in unserer unmittelbaren Nähe sind. England brauche ich nicht den Krieg erklären, weil die haben eine stärkere Flotte wie ich, die will mich zerquetschen. Das heißt, das andere, was wir da nochmal nebenbei machen sollten, ist unsere Flotte aufbauen. Also schauen wir erstmal ganz kurz wegen Gebäuden. Wir sollten vielleicht mal kurz gucken, ob wir unsere Rekrutenreserven nicht alle irgendwie erhöhen können. Das wäre mal mein erstes Bedürfnis. Mehr Rekruten braucht das Reich. Meine ganzen Generäle sind verhungert. Da ist noch ein... Ich hatte einen General... Ach, die Armee, die zerstört wurde. Stimmt's. Nee, nicht halbieren. So, ja, die Osmanen.
Die Osmanen. 208, 200, 400 Tower. Oh, haben viele Kanonen. Also wir könnten vielleicht einen Überraschungsangriff starten, könnten einige Regionen direkt erobern. Spanien würde uns unterstützen. Warum nicht? Warte mal. Ah, jetzt. Oh, die haben es gerade abgelehnt. Die sind gerade gewechselt, oder was? Weil die gerade selber in den Krieg gelandet sind. Na gut, wir müssen uns eh erstmal regenerieren. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Wir haben jetzt noch 120 Jahre Zeit. Der Waffenstillstand mit denen dauert bis zum 1707. Noch 7 Jahre. Problem ist halt, da wird es auch wieder eine Koalition gegen uns geben, höchstwahrscheinlich. So. Diplomatische Reputation mit verbessern. Wir ändern. Das ist jetzt der erste Moment, wo wir dann unseren neuen Kandidaten mal nehmen. So, unsere Regierung nochmal stärken, was das angeht. Wie viel haben wir jetzt aktuell Regierungslimit? Also ja, sind genau am Limit. Wir sind genau am Limit. Überdehnung wird sich verbessern. Die wird wieder sinken. Aber unser Regierungslimit, das ist im Eimer. So traurig das auch ist. Die sind gut gespawnt. Das ist ein schöner Ort zum Spawnen für Rebellen. So, da bauen wir mal eine hin. So, irgendwo, wo das Sinn machen würde. Ja, ein paar Regionen gibt es immer. Ich müsste so viel bauen, ich bräuchte eigentlich so viel Geld. Huch, das wollte ich nicht. 2 Grundsteuer, oh, das ist doch nice. Die Rebellen wurden gecrushed. Ja, wenn mich keiner gegen die Osmanen unterstützt, habe ich keine Chance. So traurig das auch eigentlich ist. Weil gegen 1 Million Gesamtstärke komme ich aktuell nicht an. Tunesien. Ja, die würden halt auch irgendwann mal wahrscheinlich mit hinmarschieren. Die kriegen auch nochmal ein bisschen was mit aufs Feld. Bukhara. Was sind denn die so stark? Wer ist das überhaupt, die Bukharas? Ich weiß gar nicht, wo die sind. Bukhara. Ach, da unten ganz. Nee, da habe ich gerade falsch hingeklickt, oder? Das kann doch jetzt nicht sein. Bukhara. Ach, da sind die. Ja, die würden wahrscheinlich mir dann irgendwo im Osten in den Rücken fallen. Und Russland würde mich nicht unterstützen aktuell, weil ich nicht genug... Oh, die Osmanen sind im Krieg mit Davazir, Schamar und Persien. Naja, ganz toll. Das sind leider alles so kleine Staaten. Das ist ein ganz einfacher Sieg, wird das am Ende des Tages, weil die Perser haben natürlich gar keine Chance. Nee. Und so breiten sich die Osmanen weiter und weiter aus, während Europa im Bürgerkrieg versinkt, wollte ich schon fast sagen. Bei mir kann man keinen Vorwurf machen, ich habe ja nichts gemacht, die haben ja mich angegriffen. So, die sind im Krieg mit Norwegen, Dänemark, oh, das ist ein interessanter Krieg. Das ist interessant. Hätte ich da jetzt keinen Waffenstillstand, würde ich da sicherlich mal angreifen. Aber wir müssen vielleicht gucken, dass wir wirklich direkt in dem Moment, nein, nicht Beziehung verbessern, genau in dem Moment, wo eventuell der die Koalition, also quasi der Waffenstillstand gegen uns endet, dass wir eventuell genau in dem Moment hergehen und wieder Kriege führen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die ich aktuell habe. So, Spionagenetzwerk aufbauen, Lübeck beenden. Lübeck hat eh nichts mehr. Bei den Osmanen machen wir weiter. Und überlegen, ob wir die Rebellen unterstützen sollen. Was bringt mir das? Nicht so viel aktuell, glaube ich. So, machen noch ein paar polnische Ansprüche. Memel ist immer eine relativ schöne Region. So. Ja, die Osmanen. Der Endgegner aktuell. Spanien würde mich wieder unterstützen. Aber ich bräuchte mehr Hilfe als Spanien. Warum würden die mich nicht unterstützen? Weil die mögen uns. Die mögen das Osmanische Reich. Kann ich da nicht als Großnation... Nee. Ruf verleumden, Ruf sabotieren. Sabotiert den diplomatischen Ruf des Ziels. Diplomatische Reputation bis minus 3. Aber man kann quasi nicht die Beziehung verschlechtern. Das ist das, was ich noch vielleicht gehofft hatte.
Ah, jetzt würde Russland mich unterstützen. Schau mal an. Aber Russland ist leider nicht so stark geworden. Also Russland ist nie die Supermacht geworden, die sie in anderen Kampagnen manchmal waren. Mamelukenreich hat natürlich Angst und hat Schulden. Polonia mag die Osmanen leider, die halt auch. Die Osmanen sind aktuell leider sehr beliebt. Traurig das auch ist. Wo sind denn die Rebellen, polnischen Nationalisten? Dann kommt doch her. Wir kriegen Überkehrungsmalus, aber Ende des Tages auch hier wieder ein einfacher Sieg. Plus ein Prestige im Jahr, das ist doch mal ganz gut. Dann bleibt das genau bei 67,44. Das ist doch gut, das ist angenehm. Dann bauen wir mal, was bauen wir denn, eine Börse in zwei Regionen? Da auch noch, umso wertvoller das Ganze, umso teurer scheinbar auch, habe ich gerade herausgefunden. Aber da ich nicht so viel Wert auf Handel lege, ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Lieber mal sowas bauen, wo man richtig Einkommen bringt nebenbei. Und fast alles ist in der Zwischenzeit wieder katholisch. Wir haben ganz Europa katholisch gemacht. Wir sind aktuell auf Platz 3 der Liste, also auf Platz 1, das sollte auf alle Fälle möglich sein. Auch wenn wir es nicht schaffen werden, die Welt zu erobern, so leid es mir tut. Ich habe es probiert, aber wir gucken, wo wir am Ende der Kampagne landen. Und ich finde, dass das, was wir auch erreicht haben, eine unglaubliche Leistung ist einfach. Mit einer einzigen Provinz im Heiligen Römischen Reich zu starten. Und jetzt haben wir das komplette Heilige Römische Reich eigentlich im Besitz. Wir sind das Heilige Römische Reich in der Zwischenzeit. Man sieht das auch, es gibt fast keine Kurfürsten mehr. Es gibt nur noch ganz wenige Reichsfürsten, ganz wenige Reichsstädte. Erhält Korruption, ja. Meine Darlehen wurden wieder verlängert. Das hört leider die Inflation auch immer. Ich sollte mal aufpassen mit den Darlehen langsam. Die Inflation ist bei 3,4%. Sollte mal anfangen, dann die Darlehen zurück. Was? Ich kann Bankrott erklären. Nee, machen wir natürlich nicht. Wir könnten die Währung entwerten. Aber warum sollte ich das denn machen? Was wäre denn der Sinn dahinter? Jetzt wird mich Spanien wieder nicht unterstützen, weil die wieder in einem anderen Krieg sind. Ich höre, die Spanier, die sind auch nur in Kriegen. Das ist so eine richtige kriegstreiberische, hetzende Nation. Die Osmanen sind so ziemlich gleich stark wie wir aktuell, ne? Das ist so das andere Ding. Ja, Norwegen wird einer Koalition nicht mehr beitreten. Schweden wahrscheinlich auch nicht. Savoyen auch nicht mehr wahrscheinlich. Die würden eine Koalition nicht mehr beitreten, alle. Die Koalition wäre eh viel zu schwach jetzt dann gegen uns. Vor allem, da Polen eigentlich jetzt geschlagen ist. So, weitere Provinzen bekehren nebenbei. Gibt noch Unruhen ein bisschen. Protestantische Fanatiker. Wir tun ja eh schon alles, um die Protestanten loszuwerden. Und dann machen die noch so Aufstände. So, die sind wir da jedenfalls auch los. Dann dürfen wir jetzt eigentlich irgendwann auch keine Probleme mehr haben. Mit Fanatikern, hoffe ich, irgendwann mal. Hannoveranische Nationalisten. Berlin ist... Also können wir mal gucken, ob wir vielleicht mal Papst werden können. Wir haben den größten Einfluss jedenfalls mit Abstand. 5 Einfluss, 10 Einfluss, 15 Einfluss, 20 Einfluss. So, jetzt habe ich 90 investiert. Nee, das ist der Papst. Ich habe 40 investiert. Die Papststaaten haben leider so viel investiert, diese Geier. So, jetzt haben wir 60 investiert. Haben wir 20%ige Chance, Papst zu werden. Warum nicht? Probieren wir es doch mal. Werden wir vielleicht. Vielleicht werden wir ja Papst. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade machen? Achso. Wollten bauen. So, 3. Das bauen wir auch noch mit. Anstieg der Manpower. Minimale Autonomie. Verwaltungskosten. Ach, ist doch egal. Wir bauen hier weiter. Handelsgebäude, das ist aktuell das Sinnvollste, was wir bauen können. Polen ist im Krieg? Mit Osmanischen Reich und... Was? Russland würde mich jetzt unterstützen, wenn ich den Land geben würde. Ne, würde mich jetzt auch so unterstützen.
Die Polen sind mit denen im Krieg. Mit wem ist denn Polen verbündet? Aktuell Polen. Bündnispartner. Dänemark und Österreich. Und Dänemark und Österreich ist auch mit drin. Ja, jetzt ist das... Ja, okay, wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Das ist eine interessante Geschichte. Ich sag mal, wie es ist. Es ist interessant. Ich behalte das mal im Auge. Mehr kann ich jetzt eh gerade da nicht machen, was das angeht. Ah, die Osmanen sind auch schon da. Die haben doch niemals genug Manpower, um gegen die Osmanen zu bestehen. Okay, ah, wobei, stopp. Österreich, England, Englisch-Westindien, 13 Kolonien, Polen, Ulm, Utrecht, Zilli und Trent. Okay, das ist ein größerer Krieg. Das ist ein größerer Krieg. Und jetzt könnten wir mit Frankreich und Russland in den Krieg ziehen. Spanien würde mich nicht unterstützen aktuell, weil die... Das wäre jetzt vielleicht wirklich die beste Chance, hier Krieg zu führen. Aber ich möchte, dass Spanien mich unterstützt. Was ist denn Spaniens Mission aktuell? Ein Krieg mit Tondo, Makassar und Sunda. Das sind also kleine Stellvertreterkriege irgendwo um nirgendwo. Also Russland würde uns unterstützen. Aber Russland hat halt auch nur 40... Ja, wobei, da oben haben sie noch ein paar. Die sind auch aktuell erfolgreich im Krieg führen gegen Perm. Werden den Krieg wahrscheinlich auch gewinnen am Ende des Tages. Ja, nicht abbrechen, Mann. Perm ist wahrscheinlich alleine im Krieg mit Russland, ja. Die sind gleich Geschichte. Und das Osmanische Reich rächt sich an den Eroberungsversuchen aktuell. Und wie viele Truppen die haben? 513.000 Mann. Die Frage ist, wie stark sind die? 24, was haben wir aktuell? Auch 24, oder? Ja. Gleich stark. Rebellentechnisch sieht es ja nicht so schlimm aus. Das sieht alles relativ entspannt aus. Die Nationalisten da machen ein bisschen Mimimi, aber das wird niemals zum Aufstand kommen. Aktuell. Marschieren wir doch einfach mal alle so irgendwo da unten hin. Schauen wir uns doch das Ganze mal an, aus nächster Nähe. Mit all unseren Armeen, die ich habe. Gott, ich hab auch echt mega viele Armeen, muss man auch mal sagen. Vielleicht kommt es ja nächste Folge oder diese Folge noch zum Krieg gegen die Osmanen. Mal schauen. Es würde sich jedenfalls anbieten, jetzt wo die im Krieg sind, mit diesem anderen Bündnis. Frankreich und Russland würden mich weiterhin unterstützen, aber leider Litauen nicht. Weil Litauen würde das immer noch destabilisieren. Na gut, die sind auch ein bisschen demoliert. Sehe ich die Stabilität? Stabilität ist 2. Haben nicht Angriffspakt mit der halben Welt gefühlt. Aber nicht mit den Osmanen. Ne, warte mal, ich schaue gerade. Ne, mit denen eigentlich nicht. Auch relativ interessant. Und da jetzt kosten Missionare minus 50%. Das ist auch sehr nice. Ach Gott, jetzt verliere ich auch noch administrative Macht. Das kann ich überhaupt nicht brauchen. Ah ja gut, ist halt so. So, die Osmanen haben sich jedenfalls komplett versammelt, um hier in Europa einzufallen. Das müssen wir verhindern. Das ist das Letzte, was wir wollen, dass die Osmanen in Europa einfallen. Das ist absolut nicht unser Interesse. Hier kommt es zu kleinen Schlachten. Die verlieren natürlich die Europäer alle. Spanien. Ja, das dauert halt ewig, dieser. Ich hoffe vielleicht, dass die den Krieg gewinnen und danach beitreten. Aber ich würde sagen, wir erklären jetzt hier wirklich den Krieg. Das ist die beste Chance. Wir rufen Frankreich mit dazu. Wir rufen Russland mit dazu. Bestätigen das Ganze. Okay, das war jetzt etwas unglücklich, war das in der Situation, sage ich jetzt einfach mal. Hab ich nicht aufgepasst. Okay. Ich vermute, die Schlacht werden wir verlieren, bevor unsere Verstärkungen da eintreffen. Die Schlacht werden wir gewinnen. So, die Osmanen dürften jetzt dann auf lange Sicht Probleme kriegen, hoffe ich, mit diesen ganzen Kriegen. Kommen meine Truppen noch rechtzeitig an? Die sind noch rechtzeitig angekommen. Die Schlacht von Pest haben wir gewonnen. So, dann versuchen wir direkt mal, gleich mal Regionen zu erobern vielleicht auch. Wir müssen halt aufpassen, das ist das Problem. Okay, also die Schlacht ist etwas größer. Wir brauchen da alle Truppen, die wir aufbringen können. Haben wir Überquerungsmalus? Nee, was ist denn mit ihm? Verteidiger gehen die Steigerung von plus 25% für Nomaden in Ebenen. Oh Gott, oh Gott. Also unsere Truppen kommen nicht rechtzeitig rein. Glaube ich, wir verlieren die Schlacht. Ja, wir haben sie verloren. Die Osmanen haben uns unglaubliche Verluste hinzugefügt.
Also die haben 22.000 Mann verloren, wir haben 60.000 Mann verloren. Okay, das ist krass. Das sind krass hohe Verluste gewesen. So. Also das hatte ich jetzt so nicht erwartet, dass wir so hohe Verluste machen. So, jetzt gibt es das Rematch. Das haben wir gewonnen und haben den... Also wir haben wieder 40.000 verloren, die haben 30.000 verloren. Was sind denn die so stark, die Osmanen, ey? Das ist schon etwas besorgniserregend, wie stark die Osmanen sind. Heieiei. Da wird eine spannende nächste Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und wir regenerieren uns erstmal wieder ganz entspannt. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder zu Europa Universalis 4. Macht's gut. Tschüss.